Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema das Webcockpit aus Fedora 21 in der Workstation-Version installieren. Die Linux-Welt dreht sich ja bei vielen nur um Ubuntu, Ubuntu, Linux Mint und nochmal Ubuntu. Andere Distributionen wie etwa OpenSUSE oder Fedora finden dagegen in der Öffentlichkeit deutlich weniger Aufmerksamkeit, auch wenn diese Distributionen im kommerziellen Umfeld durchaus großen Erfolg aufweisen können. Das neue Fedora 21 bringt in meinen Augen allerdings nun ein Feature mit, das nicht ganz außer Acht gelassen werden sollte. Es könnte für all die interessant sein, die einen kleinen Server in ihren vier Wänden betreiben und diese bequem managen möchten. Mit dem Cockpit lässt sich Fedora komplett über ein Webfrontend administrieren. Dabei kommt Cockpit nicht den über das Terminal gewohnten Funktionen in die Quere. Cockpit dreht nicht sein eigenes Ding, sondern setzt auf die üblichen Kommandos auf, die man auch im Terminal verwenden möchte. Da Cockpit perfekt auf Fedora abgestimmt ist, kommt es nicht zu Konflikten, wie man sie bei Webmin vielleicht fürchten muss. Cockpit ist nur bei Fedora 21 Server von Haus aus aktiv. Wer die Workstation-Version nutzen möchte, der kann sich Cockpit allerdings auch nachträglich aus den Paketquellen installieren und selber mal einen Blick auf das Webfrontend werfen. Die Installation verläuft wie folgt. Man startet ein Terminal und führt folgende Befehle aus mit Adminrechten. SU-C und YUM install Cockpit, um das Paket zu installieren. Anschließend aktiviert man Cockpit als Dienst mit SU-C und System-CTL enable Cockpit.socket. Dann kann man den Dienst auch noch starten, und zwar mit SU-C, System-CTL und Start Cockpit. Danach wird der Dienst noch zur Firewall hinzugefügt mit SU-C und dann gibt man ein Firewall-CMD minus minus add minus service und dann cockpit. Und abschließend führt man noch den Befehl aus su minus c und set enforce und 0. Nach der Installation des Dienstes könnt ihr diesen dann über den Localhost unter Localhost Doppelpunkt 90 aufrufen. Username und Passwort eingeben. Und dann geht es auch schon los. Einfach Rechner auswählen. Mit Cockpit lässt sich der aktuelle Status des Systems erfassen. Sich fortwährend aktualisierende Graphen zeigen Auslastung, Speicherbelegung oder die Load an. Wie bei ähnlich gelagerten Projekten wie etwa Webmin bieten sich aber über das reine Monitoring hinaus zahlreiche andere Funktionen. Ihr könnt die Systemlogs einsehen. Über Systemd verwaltete Dienste kontrollieren und einrichten oder auch die Benutzeraccounts des Systems verwalten. Wer mehr als nur ein Fedora-Rechner im Einsatz hat, kann diese Installation in ein zentrales Cockpit integrieren und seine Rechner von dieser Zentrale aus administrieren. Das war unser Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!